eure Videos. Hallo Gemeinde, Folge 317 läuft. Ich wünsche viel Spaß. Was mit dem PKW hier? Will der sich seine Vorfahrt so erkämpfen oder wie? Letzte Worte. Immer, der Bilder war mit top. Sag mal. Genau das wollte ich auch sagen. Was hat man da immer noch, wenn man das geschrieben hat, zweimal so Gänsefüße oben gemacht, wenn man das gleiche sagen wollte, oder? Was denn mit ihm, Alter? Oder weiß er einfach nur nicht, wie lang die Schnauze seines PKW ist? Kann ja auch sein. Tschüss, Dankeschön. Rüssel. Ui, blaues Licht von hinten. Wo guckt Arnon hin? Richtig, ins blaue Licht. Wie es denn halt so ist. Darum leuchtet es ja blau, damit wir hingucken. So, er guckt zu dem einen Polizeiauto. Ja, aber das andere sieht er nicht. Junge, ich habe den auch erst spät gesehen. Bist du dumm oder was? Das ist die Hütte. Also hellseherische Fähigkeiten sind schon was Tolles. Wo willst du hin? Hier ein Schild da in Dashcam-Video. Was soll ich dir? Oh, ich hoffe. Ja, hier ein Schild da in Dashcam-Video. Hä? Siehst du? Da drin ist was vor. Ja, hier ein Schild in Dashcam-Video. Er wird einfach nur mal rot. Hier ein Schild in Dashcam-Video. Lol. 211 rauschen wir und ich glaube, das ist eine Katze. Sicher bin ich mir nicht, aber erwischt haben sie definitiv nicht. Ihr habt zwar keinen Ton, ich hatte Ton. Man hatte aber auch nichts klötern gehört und so. Also Tim sagte dann auch noch, da war nichts. Gut, Glück gehabt. Passt doch. So wünsche ich mir Kreisverkehr. Ey, das wollte ich hören! Oh, denn halt nicht. Da sitzt der LKW-Fahrer schon so hoch auf seinem Bock, ne? Und kann immer noch nicht gucken. Brauchst du irgendwie ein Fernglas oder so? Hallo, die Radfahrerlobby ist auf mich aufmerksam geworden. Und die sind jetzt mein neuer Werbepartner. Also der Radfahrer macht alles korrekt, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist total super. Der silberne PKW, also unverantwortlich, was der da macht. Der Radfahrer ist toll, der macht alles gut, das ist Bombe ist das. Oh ja, wenn dich der Clip so sehr ankotzt, spul vor bis 3:48. Aber eigentlich ist das total süß. Anton! Kannst du nach Hause gehen? Ja? Wär gut. Bleib nicht auf der Straße laufen. Danke. Huch, werdet ihr sagen, was ist das für ein Video? Ja, sage ich euch, war ein kleiner Vorgeschmack, damit ihr wisst, wovon ich rede, denn ich muss hier viel Text reinkriegen. Denn wenn ich schon so viele Infos kriege, dann möchte ich die auch mit euch teilen. Er hing mir die ganze Zeit schon auf der Pelle, aber es war nie so richtig Platz zum Platz machen und zeitweise eine Baustelle, wo man keinen Platz machen konnte. So im Nachgang wären vielleicht ein paar Lücken da gewesen, aber ich war so abgelenkt von dem Drängeln, dass ich die Lücken nicht wahrgenommen habe. Als ich dann eine große Lücke auftat und ich beobachtet habe, ob er überholen will oder nicht und überlegte, Platz zu machen, holte der drängelnde VW-Bus aus und überholte rechts. Den Rest siehst du ja im Video. Dank der Dashcam konnte vor Ort die Polizei die Schuldfrage klären. Ihm wurde vor Ort der Führerschein beschlagnahmt, angeordnet durch die Staatsanwaltschaft. Glücklicherweise nur ein Blechschaden, war dennoch abends wegen leichten Kopfschmerzen und etwas Schwindel noch in der Notaufnahme. Ergebnis des Ganzen, fast 4000 Euro für sein Ich hab's eilig auf meiner Seite. Dazu Gerichtskosten plus Anwaltskosten auf seiner Seite, gegebenenfalls Regressansprüche des Arbeitgebers, weil Firmenbulli. Bei der Gerichtsverhandlung war Florian als Zeuge geladen und da hat der andere sich tatsächlich entschuldigt. Dennoch 12 Monate Fahrverbot abzüglich der 6 Monate, die der schon in Beschlagnahmung war. Er kann Antrag auf vorzeitige Wiedererlangung stellen, da wird dann allerdings noch geprüft, ob er eine MPU machen muss.
Leute, auf keinen Fall links stehen bleiben. Schon gar nicht, wenn die Karren noch fahren. Standstreifen, Standstreifen, Standstreifen. Hier links ist Selbstmord. Ja. Alter! Hier wird nur geschrien. Ach so. Aber wir haben das nicht getroffen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird doch bemerkt. Ja. Alter! Julia schreibt, die haben dann noch umgedreht, weil sie sich nicht sicher waren, aber haben auch kein Vieh gefunden. Und die haben das nicht erwischt. Oh, Alter! Kommt er denn her? Von links. Bleib auf deiner Spur. Kämmersenser, Schwabbefinger. Der erste hält keinen Abstand, der zweite zieht in den Gegenverkehr, beides Schwachsinn. Alter! Dummer Idiot! Ey, das wäre hier schon der Dashcam! Scheiße! Klick gespeichert! Na, haben wir ja wieder die Probleme mit Gelb und Weiß? Die gelben Striche haben Vorrang. Man sollte natürlich auch auf den Boden gucken. Nö. Cool. Ich habe mir Ende 2013 eine Dashcam gekauft und sie in meinen LKW gehängt. Fahr doch! Oh, Leute, 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 Leute. Und dabei erlebt man ja so einiges, ne? Meine Fresse! Jo, du hast doch die Pfanne heiß, echt. Fällt dir nix zu ein. Du Blöder. Und alles, was ich in diesen ganzen Jahren erlebt habe, habe ich schön mit meiner Dashcam festgehalten und auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Die haben sie ja wohl vollkommen ins Gehirn geschissen, aber vollkommen! Meine Fresse! Hier nochmal aus der anderen Sicht, die Dashcam guckt nämlich so steil nach unten, die zeigt Sachen, die ich nicht mal sehen kann. Einer, der den Beschleunigungsstreifen verstanden hat. Oh, Leute! Kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Jetzt nicht im Ernst! Jetzt nicht im Ernst! Jetzt nicht im Ernst! Oh, du bist echt die Pfeife des Jahrhunderts! Weil die pinkeln müssen! Weil die pinkeln müssen, stehen wir hier! Mann, hier gibt's doch zig Parkplätze, oder was? Kann das wahr sein? Aber ich rege mich nicht über die anderen Fahrer auf und verurteile die. Nein, ich zeige nämlich auch meine eigenen Fehler. So, ich habe nämlich nie behauptet, irgendwie ein Gott zu sein oder so. Alter, jetzt bin ich aber einen Schlenker gefahren, weil ich das Telefon geguckt habe. Meine Fresse! Rücklicht im Arsch. Da unten liegen die Teile. Zum Glück gibt es davon nicht zu viele, denn an und für sich bin ich vernünftig unterwegs. Schwab, Alter. Ich fähr doch ganz woanders, er will auf dem Bürgersteig. Also ich weiß nicht, ob man auch mit einem Moped mit 142, jetzt ist er schon aus dem Radar, ob man mit 142 durch eine 60-Zone fahren muss. Was gesagt an? Meine. Ah, nein! Scheiße! Jetzt habe ich meinen Wasserkocher umgeschmissen! Oh Mann, jetzt ist die gute Laune dahin! Schön das Subway abgesoffen! Oh Mann! Du bist doch gleich über den Haufen gefahren, Mutan. Du bist doch so blöde, wie du lang bist, Mann! Igel! Igel! Igel!
Wahrscheinlich hat der überlebt. Ich weiß es nicht. Wenn er stehen geblieben ist, ja. Wenn er weitergerannt ist, hat mein Anhänger den gekriegt. Das wäre natürlich doof. Letzte Woche habe ich einen Anhalter mitgenommen. Da fragt der mich, ob ich denn keine Angst hätte. Er könne ja auch schließlich auch ein Serienmörder sein. Da habe ich ihm gesagt, statistisch gesehen wäre es ein ziemlich unmöglicher Zufall, dass zwei Serienmörder in einem Fahrzeug sich begegnen. Da war Ruhe. Ja, 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 ja! Kommst ins Video! So wird's gemacht! Schön. Dusch von der Werkskapelle.